Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich werde heute ein Thema behandeln, auf das ich ganz oft angesprochen worden bin in letzter Zeit, und zwar geht es darum, in dieser sehr exzentrischen Zeit, sehr unsicheren Zeit, Stabilität zu finden, Klarheit zu finden und gut bei sich zu bleiben. Und wir werden also wieder mal die Themen Erdung, Stabilität, Klarheit bearbeiten, die alle ganz stark so mit dem Wurzelchakra zusammenhängen. Aber heute mal unter dem Aspekt, dass wir zuerst einmal beginnen werden, alles aus dem Weg zu räumen, was das Wurzelchakra schwächt. Und das Wurzelchakra wird geschwächt von allem, wo die Aufmerksamkeit von dir selber weggezogen wird. Das heißt, zum Beispiel andere Realitäten kommen zu dir herein und machen dann dein Wurzelchakra labil. Bestes Beispiel, irgendein Social Media Post oder irgendeine Geschichte macht dich unsicherer. Und deshalb ist es natürlich immer gut, da eine gewisse Hygiene auch aufrechtzuerhalten. Das heißt, wie lange und wie bewusst umgebe ich mich denn bitte mit so Posts, mit so Geschichten, die gar nichts mit mir zu tun haben? Denn wie sehr wirst du berieselt? Da war wir Schnitzel essen und da war wir auf Urlaub und da hat jemand eine neue wissenschaftliche Theorie entdeckt oder irgendeine Meinung, die er kundtut oder irgendein lustiges Bildchen. Das heißt, so geballt, wie du diese Informationen aufnimmst über Social Media, und das sind ja Meinungen von außen, und dessen muss man sich immer bewusst sein, auch wenn das jemand ist, wo man sagt, okay, das ist vielleicht ein Bekannter oder das ist ein Künstler, den ich sehr schätze, oder ein Moderator, den ich an sich sehr schätze, ist das eine äußere Meinung. Und darum beginnen wir heute mal, alles Äußere aus deinem System herauszufiltern, rauszuschaben. Also das ist mal so der Start, um dann das Wurzelchakra gut und stabil klärend wieder einzusetzen. Also richtig gut zu erden. Gut, dann beginnen wir jetzt mal. Also wie kriegt man so Störsignale, Meinungen von anderen am besten aus dem Energiefeld raus? Man muss zuerst einmal checken, wo fließt denn mein Fokus, wo fließt meine Aufmerksamkeit eigentlich hin? Und wenn man dann schon das Gefühl hat, okay, das zieht sehr stark in Richtung Mobiltelefon, das zieht sehr stark nach außen, dann ist das so der erste Punkt der Erkenntnis. Das heißt, wo zieht deine Aufmerksamkeit jetzt hin? Das einfach mal checken. Und es gibt da nur innen, außen, innen, außen. Schau es dir mal an. Stell dir mal vor, deine Aufmerksamkeit zieht sich da eher nach vorne oder wirst du eher in dir stabil? Und da hast du dann schon mal so eine erste Wahrnehmung, wo denn bei dir die Reise hingeht. Und wenn es nach außen zieht, dann ist es natürlich aus der einen Sache mal das Eigeninteresse, auf der anderen Seite allerdings dann auch womöglich so diese Verführung, die von außen kommt. Und deshalb werden wir jetzt mal schauen, dass wir das dann lösen. Gut, dann beginnen wir jetzt mit der Übung. Du atmest jetzt zu Beginn mal tief ein und wieder aus und schließt mal deine Augen. Sehr gut. Und jetzt darf mal Transformation beginnen. Das heißt, es darf jetzt einfach mal alles gereinigt werden, alles aus deinem Energiefeld entfernt werden, was dich aus deiner Mitte bringt. Und das ist jetzt mal so ein goldoranges Licht.
Und du erlaubst dir mal, dass das so durchfließt. Und nun dürfen mal alle Aspekte, die die Erde für dich kompliziert machen oder die die Erde komplex erscheinen lassen, gelöst werden. Also so, dass dein Leben etwas ist, das du nicht in der Hand hast, das du selber nicht bestimmen kannst, das zu komplex ist, um etwas zu verstehen. Also diese Unsicherheiten werden jetzt mal gelöst. Und du erlaubst dir, Fachfrau, Expertin oder Experte in deinem Leben zu sein. Das bedeutet nicht, dass es keine Unterstützung oder Hilfe für dich gibt. Aber die letztendliche Autorität bist du in deinem Leben. Und mit dieser Sicherheit, dass du die letzte Autorität in deinem Leben bist, die höchste Instanz, erdet sich jetzt mal dein Wurzelchakra. Und du spürst, dass du immer tiefer und tiefer in deine Kraft sinkst, in dein Urvertrauen kommst. Ich bin die Expertin, ich bin der Experte in meinem Leben. Und nun darf Heilung fließen, Regeneration passieren. Heilung und Regeneration. Und diese Heilung, diese Regeneration findet in deinem Rhythmus statt. Und wird nicht von irgendeinem Drängen oder Bestimmen im Außen angetrieben. Du atmest jetzt mal tief ein und wieder aus. Und spürst, dass du stabiler und ruhiger wirst. Alle Meinungen, die von außen auf dich eingeprasselt sind, lösen sich jetzt ab. Und du spürst, wie sämtliche Manipulationsenergien zwischen deinem Wurzelchakra und der Erde gelöst werden. Und das geschieht jetzt in einem violetten Licht. Du kannst jetzt wahrnehmen, dass du dich mehr und mehr erdest. Und vielleicht wirst du auch klarer, weiter und zufriedener. Sämtliche Störfrequenzen und Manipulationsenergien
lösen sich jetzt aus deinem Feld. Und du spürst, dass du entspannter wirst und jeglicher Stress von dir abfällt. Alle Ziele, die du erreichen möchtest, die in der Zukunft liegen, fallen jetzt von dir ab und du erhältst in der Gegenwart die Gewissheit, dass du auf dem Weg bist, den du dir vorgestellt hast. Du darfst jetzt zur Ruhe kommen und dich immer mehr und mehr entspannen und völlig gelassen in deinem Tempo immer ruhiger und stabiler werden. Erlaube dir, genau die Zeit und den Raum zur Verfügung zu stellen, die du benötigst, um ganz in deiner Kraft, in deiner Stärke anzukommen, in deiner Sicherheit zu sein und dich zu verwurzeln. Spüre nun, wie du ruhiger und klarer wirst und wie sich sämtliche fremde Energien von dir lösen. Du spürst deine Beine ganz satt auf der Erde, spürst die Verbindung zur Erde, spürst deine Kraft und deine Stabilität. Alles, was du loslässt, findet einen Platz
findet absolute Harmonie. Sodass du jetzt alles gehen lassen kannst, was dich vielleicht einschränkt oder beeinträchtigt. Und du spürst, dass du absolute Klarheit und Erdung in dir manifestierst. Atme nun einmal tief ein und wieder aus. Und spüre die Ruhe, die Erdung und die Sicherheit. Spüre, dass du freier geworden bist. Und dass sich dein Bewusstsein jetzt in dir fokussiert, dass du deinen Brennpunkt erreicht hast in dir selber. Alles Chaotische aus deinem Umfeld fließt von dir ab, sämtliche Meinungen sind abgefallen und du fühlst dich vollständig frei und entspannt. Atme jetzt mal tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus. Und dann streck dich mal durch, beweg deine Arme und Beine, spür nochmal nach. Und komm dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Wenn du dich wieder klar spüren kannst, dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Ja, du kannst diese Meditation natürlich wiederholen. Vielleicht hast du gespürt, dass manches ein bisschen langsamer gegangen ist, wenn du sehr aus der Mitte bist. Aber grundsätzlich geht es darum, zu erkennen mal, wo ist mein Fokus, ist der außen oder ist der innen, und den möglichst wieder nach innen zu bringen und dann bei sich zu bleiben. Und dann zu sagen, ich bin die Expertin, der Experte in meinem Leben. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Dein Oliver Ereny, liebe Grüße und Tschüss.